down in the car. One time, give it all. Bust it open, huh? Let me see you jaw. Get down in the car. One time, give it all. Bust it open, huh? Let me see you jaw. Weiteres Mal. Hallo und schön, dass du da bist. Wir sind gerade erst gefühlt im Mai mit Ride the Dolomites 5 unterwegs gewesen. Und schon ist es Oktober und wir sind bei Ride the Dolomites 6. Wir sind 50-50, 10 neue Teilnehmer, 10 alte, mehr oder weniger. Wir sind ein bisschen weniger als 20 diesmal und sind gerade losgefahren und sind hier in der Gruppe der Neuen und haben da vorne zum Beispiel einen Shelby GT 500, den grünen, der da ganz vorne fährt. Und eine schöne Mischung aus alten Hasen und neuen Hasen. Wird, glaube ich, eine ziemlich coole Sache. Wir haben Wetter, wie man sich eigentlich wie im Bilderbuch, besser kann man sich das gar nicht wünschen. Und sind jetzt mal gespannt auf die ersten Pässe, wenn es gleich rund geht. Aber die Aufregung und das Kribbeln kommt gerade auch bei mir, wieder ein bisschen Gas zu geben und hier die schönen Pässe zu fahren. Ich glaube, es wird heute ein wunderschöner Tag. Viel Spaß mit dem Video. Uns. Oliver hat uns gerade vorbeigelassen. Fährt auf den Geraden zwar recht schnell, aber in den Kurven und sowas ein bisschen unsicher. Ich fahre jetzt noch nicht voller Attacke, damit er Anschluss finden kann. Auch an selben Ort. So, am selben Ort und Stelle, das wollte ich gerade sagen. Wir müssen dringend Luftdruck ablassen. Ja, hier. Zwei. Nein, Kontrolle verloren nicht, aber beim Rausbeschleunigen ein bisschen quer gekommen. Guck mal, da hinten sind zwei ausgestiegen. Warum sind die ausgestiegen? Okay, also offensichtlich, ich sehe da hinten, dass eine Stoßstange ab ist und wahrscheinlich, der hat uns vorbeigelassen und dann ist er runtergegangen vom Asphalt und das ist eine ziemlich hohe Kante und beim Rauffahren vermute ich, dass er sich links vorne die Stoßstange abgefahren Scheiße. Hat. Du, ich sehe gerade im Rückspiegel, dass der letzte bei uns, der Weiße, der hat sich offensichtlich seine Stoßstange vorne abgefahren, vorne links. Ja, du, so wie es passt, also er scheint fahren zu können, so ist mein Eindruck von hier aus gesehen, aber wäre vielleicht nicht schlecht, gleich zu gucken, ob man das Ding irgendwie befestigt oder so. Irgendwo, wo eine Gelegenheit ist. Okay. Ja? Ja, okay. Ja, alles klar. Ciao. Tschüss. Hallo. Hallo, hallo Ralf. Wir haben gerade schon im Rückspiegel gesehen. Was passiert? Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin doch der alles melden muss am Schluss. Oh, der Kamerad, der hinter mir, der Weiße, hat sich gedreht und ist voll in der Dingsreihe. Der hat sich gedreht. Der hat die halbe Stoßstange abgerissen. Ich habe dem jetzt erstmal das Ding ein bisschen hochgebogen. Bis zum nächsten Parkplatz ist es noch ein Stück, aber dann halten wir einmal an und gucken uns das an, ja? Ja, nein, super, dass du dich meldest. Nein, ich habe das ja. Na, ich dachte, dass er da irgendwie an die Kante, an die Asphaltkante gekommen ist, weil er uns vorbeigelassen hat beim wieder rauffahren. Aber dass er sich gedreht hat, habe ich nicht mitbekommen. Aber haben wir auf dem Schirm, okay. Ja? Also einer der kann. Wir sagen es lieber so, wir anonymisieren das. Nein, einer der Teilnehmer hat sich offensichtlich gerade gedreht und ist im Kies gelandet. Erstmal so, wenn ich das höre, denke ich, oh Gott, zum Glück. Ist da nichts anderes passiert. Ich dachte erst beim Wiederrauffahren auf die Straße, weil ne, der Asphalt hört auf und dann ist Kies und das ist immer eine ziemlich üble Kante, wo man mit diesen Autos nicht unbedingt einfach so runter und rauf fahren kann. Genau, und wenn man dann wieder rauf fährt und das nicht auf dem Schirm hat, dann kann man da schon mit dem Splitter hängen bleiben. Aber offensichtlich hat er sich wirklich gedreht. Wie ist das passiert? Ja, wegen der Nässe. Also wir müssen dann gleich mal anhalten und uns das Auto angucken. Ob wir da irgendwas befestigen können, dass die Stoßstange nicht abfällt oder sowas, ist aber natürlich ärgerlich. Ja, das ging so rein.
Der ist ja auch unten. Also die sind so super jetzt. Ja, ich habe das Ding übrigens eben, weil es geschliffen hat, habe ich mal fies hochgebogen, weil es hat unten auf dem Boden geschliffen. Da habe ich gedacht, das kann nicht lang dauern, bis er dann mehr mitreißt. Ja. Weißt du? Tut mir leid. Aber Hauptsache, dir ist nichts passiert. Ne? Also das ist ja irgendwie die Hauptsache. Hast du dich komplett gedreht? Also einmal im Kreis rum oder ausgebrochen und dann Gegenpendler und dann gerade? Und dann gerade in der... Das war die erste, nachdem du mich vorbeigelassen hast. Ne? Wir sind auch gerutscht. Also bei mir ist auch das Heck ordentlich gekommen, muss ich gegenlenken. Mach doch erst das, ich gehe auf Toilette und dann gucken wir uns dein Auto an. Ja, genau. Sollen wir das so machen? Ja, ich weiß, das machen wir auch. Das machen wir. Erst erste Hilfe und dann, und ich komme sofort wieder raus und dann machen wir das. Ja, es geht noch weiter, bergauf, bergrunter. Darf ich auch fahren? Ah, nee, das ist noch, da kommt noch viel. Keine Sorge. Das war nur der Einstieg jetzt. Jetzt fahren wir erstmal runter und dann habe ich so verpasst gehört, das war jetzt für heute der letzte Pass. Nein, keine Sorge. Nee, das wird noch. Das kommt noch. Hoch. Was ist denn jetzt los? Was ist denn hier passiert? Ja, hättest du mal die Straßen kehren sollen heute Morgen. War da etwa ein Rollbrett auf der Straße? Der hat nicht genug Gas gegeben, deswegen war die Straße nicht trocken genug. Ne? Der hättest du mal freiblasen müssen mit seinem Auspuff. Ich sehe, du nimmst es mit Humor. Das finde ich gut. Hallo, ich bin's, Jan aus der Fernzukunft, aus dem Editing Room. Ich schneide gerade das Video und an dieser Stelle ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich etwas Wichtiges im Video vergessen habe zu erwähnen, was mir in dem Moment recht wichtig war, aber was ich offensichtlich nicht im Video untergebracht habe. Deswegen nutze ich jetzt die Gelegenheit. Also was ihr hier seht, ist jetzt das zweite Fahrzeug. Zwei Fahrzeuge haben sich gedreht in der gleichen Kurve, wie ich auch eben halt teilweise mich da gedreht habe. Sei es drum, die Autos sind leicht beschädigt, die Halter sind guter Laune, aber vor allem, und das möchte ich betonen, was ihr hier seht, sind ganz viele Leute, die mit auf der Tour waren, die mit diesen Menschen eigentlich sonst persönlich nichts zu tun haben, die einfach hilfsbereit sind und unterstützen. Da kamen Leute an mit Gaffertape, mit Kabelbindern und haben einfach unterstützt und dafür gesorgt, dass die Fahrzeuge weiterfahren können. Und das mit so einer Selbstverständlichkeit und so einer guten Laune, das erlebt man sonst nicht, schon gar nicht bei solchen Touren. Insofern vielen, vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer, die dabei sind. Ihr macht das Event zu dem, was es ist und das ist ein wunderschöner Beweis dafür. Und jetzt geht's weiter im Video. Aber jetzt sag mal bitte, was genau passiert ist, weil wir haben mit den Weißen auch gleiche Kurve. Es war rutschig und dann kam halt das Heck irgendwann, dann kannst du nichts mehr machen. Hat zwar Eingriffen alles, aber war einfach dann die Leitbahn geht doch zu nah an der Straße. Neue Stoßstange ohne Steinschläge. Geht's wieder von vorne los. kannst du da von bei Null starten mit den Steinschlägen? Schnell. So, jetzt muss ich mal da... Ich guck nicht hin, damit ihr es zeigen könnt. Damit ihr es mir zeigen könnt, guck ich nicht hin. Also, okay. Du hast, euch zur Ehre, bei uns ist ja die erste Tour. Wir haben uns mega drauf gefreut, ein bisschen Gedanken gemacht. Okay. Und dachtet, also komm, das ist das Ergebnis über die Gedanken, wo wir es gemacht haben. Schau mal. Oh... Wow! Ich glaube, das ist ganz hübsch geworden. Und das hast du selbst gemacht mit Hand und Skalpell sozusagen? Ja, den Schriftzug Internet bestellt. Aha. Aber das ist also auch so Folie. Ja. Komplett mit Schere ausgeschnitten und zu zweit. Von Hand gemalt, von Hand Wahnsinn! Aber die Kurven sind auch super getroffen. Also ich muss sagen, das sind die Dolomiten. Was? Oh mein Gott, das ist ja so cool. Oh, hier, so cool. Dankeschön. Hier ist der Soundcheck im Gang. Ach, du hast ein Gerät dabei. dB-Messung. Also ich habe 85 drin stehen und ich habe 85, aber der hat 96 eben gehabt. Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see your jaw. Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see your jaw. Shelby Sound.